Skaraborn ist ein Pokémon mit den Typen Käfer und Kampf, existiert seit der 2. Spielgeneration und seit der 6. Spielgeneration ist es in der Lage, eine Mega-Entwicklung zu Mega-Skaraborn zu vollführen. Skaraborn ist ein mittelgroßes, zweibeiniges und Nashorn-Käfer-ähnliches Pokémon, welches hauptsächlich blau gefärbt ist. Lediglich die Krallen sind weiß. Es besitzt einen zylindrisch geformten Körper, dessen markantestes Merkmal das lange Horn ist, welches an der Stirn wächst. Das Horn spaltet sich an seiner Spitze zweifach auf, wobei die daraus entstehenden Formen dreieckige Gestalt sind. Rechts und links am Ursprung des Horns sind zwei dünne Fühler zu sehen, deren Enden kugelrund sind. Etwas weiter unten befinden sich dann die Augen. Diese sind dann länglich und bestehen aus gelber Lederhaut und großen schwarzen Pupillen. Schließlich liegt darunter der eher kleine Mund, die Schultern und ein kleiner Teil der Oberarme sind dick gepanzert und ein dünnerer Bereich der Arme geht anschließend in sehr kräftige Unterarme über, die mit Zacken oder mit zwei Zacken bewaffnet sind. Die kleinen Hände verfügen über jeweils zwei kurze Krallen. Auf Bauch und Rücken sind Muster zu erkennen, dabei erkennt man deutlich die Flügeldecken am Rücken. An den kräftigen Oberschenkeln des Pokémon befinden sich ebenfalls Stacheln, die daran anschließenden dünnen Beine gehen in kleine Füße mit allerdings verhältnismäßig langen Krallen über. Nutzt Skaraborn ein Skaraborniten, entwickelt es sich zu Mega Skaraborn weiter. Dabei verändert sich sein Aussehen in einigen Punkten. Farblich wirkt es nun etwas dunkler, ferner erscheinen dünne rote Linien an verschiedenen Stellen. Dies wären die Handgelenke, der Beginn der Schultern und der Oberschenkel sowie eine Linie quer über den oberen Brust- und Rückenbereich. Die Stirn färbt sich ebenfalls rot und sein Rücken ist komplett gelb gefärbt. Das vormals gespaltene Horn ist nun zu einem langen einzelnen Körperglied gewachsen und ist vorne mit zwei Stacheln bespickt. Ebenfalls sind die Fühler etwas länger geworden und die runden Enden sind auch länglich geformt. Skaraborn ist in dieser Form im Besitz einer langen, nach oben zeigenden Nase und die Schultergelenke sind groß und rund. Dabei gehen diese in schmale Oberarme und anschließend in äußerst dicke und kräftige Unterarme über. Diese sind dabei oval gestaltet und an den Enden sind jeweils drei kurze Krallen zu sehen. Auf dem Bauch ist ein rechteckiges Muster zu erkennen, das aus drei langen Balken besteht und die Beine haben sich kaum verändert und an den Füßen sind die Krallen etwas länger geworden. In der Shiny-Form ist dann Skaraborn rosa gefärbt, bei Mega Skaraborn gilt das für seinen blauen Körper, für seine blauen Körperregionen, die roten und gelben Bereiche verbleiben. Skaraborn verhält sich dabei in Kämpfen selbst sehr offensiv und nutzt fast nur physische Angriffe. Nennenswerte sind dabei zum Beispiel Fuchtler, Vielender und Nahkampf. Ansonsten erlernt es wenige Statusattacken mit Silberblick, Ausdauer und Schwerttanz. Zu seinen Fähigkeiten gehört Hexablager, das die Stärke von Käferattacken erhöht, wenn die Kraftpunkte des Pokémon nur noch ein Drittel des Maximalwerts betragen. Die Fähigkeit Adrenalin steigert bei Statusproblemen seinen Angriffswert und die versteckte Fähigkeit ist Hochmut und steigert seinen Angriffswert, wenn es ein Pokémon besiegt. Mega Skaraborn besitzt zudem die Fähigkeit Wertelink, die eine längere Trefferserie bei Mehrfachattacken ermöglicht. Skaraborn lebt wie nahezu all seine insektenartigen Artgenossen in Wäldern, welche eine dichte Baumstruktur verzeichnen. Das Pokémon spiegelt die Ruhe selbst wider und verbringt gerne den ganzen Tag damit, nach süßen Leckereien zu suchen, um diese dann genussvoll zu verzehren. Ein aggressives Verhalten wird in den eigenen Reihen eher selten beobachtet, lediglich bei Auseinandersetzungen das Revier betrifft, der Demonstration von Stärke oder der Umgarnung des weiblichen Gegenstückes wird die gewaltige Kraft dieses Pokémon sichtbar. Skaraborn ist sehr stolz auf sein überaus beeindruckendes Horn sowie seine Körperkraft und verwendet beides gerne, um Widersacher oder schwere Gegenstände wie zum Beispiel Steine oder Bäume durch die Luft zu wirbeln.
Hierbei verankert sich Scaraborn mit seinen scharfen Krallen im Boden, um einen perfekten Halt zu erhalten, stemmt das zu werfende Objekt oder Pokémon auf und katapultiert es mit einem kräftigen Ruck vor sich weg. Auch Pokémon oder Gegenstände, welche viel schwerer sind als sie selbst, stellen für es kein Problem dar. Die scharfen Krallen an Beinen und Händen eignen sich außerdem optimal, um Bäume oder andere geeignete Aufstiege problemlos zu erklimmen. Mit diesen von der Natur perfekt geformten Werkzeugen ist es Scaraborn außerdem möglich, selbst auf den höchsten Bäumen über einen ausgesprochenen guten Halt zu verfügen und somit Zugang zu leckeren Nahrungsmitteln wie zum Beispiel Honig oder Beeren zu erhalten. Auch wenn es über zwei große und kräftige Flügel verfügt, sind diese Flugkünste dieses Lebewesens eher bescheiden. Gelegentlich fallen auch unschuldige Bisasamen in den Radar dieses Schleckermauls, da diese oftmals mit Pflanzen verwechselt werden, die einen süßen Nektar an sich tragen. Nicht selten wurde beobachtet, dass sich eine Herde Scaraborn zusammen auf die Suche nach Leckereien macht. Hier empfiehlt es sich, diesen Pokémon besser nicht im Weg zu stehen. Dabei hat Scaraborn keine Vorstufe und ist auch nicht dazu in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Allerdings ist es ihm seit Pokémon X und Y möglich, mithilfe eines Scaraborniten eine Mega-Entwicklung durchzuführen. Und mit seiner Typenkombination nimmt es dabei halben Schaden gegen Pflanzen, Kampf, Boden, Käfer und Unlichtattacken, doppelten Schaden gegen Feuer, Psycho- und Fee-Attacken, vierfachen Schaden sogar gegen Flugattacken und der Rest macht normalen Schaden.